Auseinandersetzung mit dem Werk Elsners fand im Rahmen einer Masterarbeit statt. Und zwar im Zusammenhang über Luftkriegsliteratur. Und darum dreht sich jetzt auch Ihr Vortrag. Genau. Obwohl es auch zu dem Ökonomiethema jede Menge gegeben hätte. Vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung. Jetzt am Ende der Tagung geht es nochmal um den letzten Roman von Gisela Elsner, und zwar um Märchenelemente in Fliegeralarm. Vielleicht gibt es so ein paar Wiederholungsschleifen zum Vortrag von Kai Köhler. Ich hoffe nicht allzu viele. Fliegeralarm, erschienen 1989, nimmt im Werk Elsners eine gewisse Sonderstellung ein, da die meisten oder alle, ich habe keinen kompletten Überblick, der Handlung ihrer fiktionalen Texte in der Zeit nach 1945 in der Bundesrepublik spielen. Fliegeralarm ist zumindest der einzige Roman, der historisch weiter zurückgeht. Nichtsdestotrotz besteht eine starke thematische Verbindung zwischen diesem Text und den anderen Texten Gisela Elsners. Fliegeralarm variiert die literarische Behandlung von Themenkomplexen, die immer wieder bei Elsner auftauchen. Ihre Romane über die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft beschreiben und hüllen zum Beispiel immer wieder besonders zwei gesellschaftliche Phänomene und Dynamiken, nämlich einerseits die zunehmende Dominanz kapitalistischer Prinzipien und andererseits das Weiterwirken und die rituelle und sprachliche Funktionsweise von faschistoiden Strukturen. Da habe ich ein bisschen bei Carstens Formulierung geklaut. Beide Themenbereiche werden auch in Fliegeralarm wieder aufgegriffen. Und was bei Fliegeralarm auch eine große Rolle spielt, ist eben das Gisela Elsner Schriftstellersein ganz stark mit gesellschaftlicher Verantwortung und dem Streben nach gesellschaftlichen Veränderungen zusammendenkt. Werner Preuß ordnet ausdrücklich auch den Roman Fliegeralarm in diesen Anspruch ein. Er beschreibt ihn als einen literarischen Strategiewechsel, resultierend aus der Frustration über die von Elsner erfahrene Wirkungslosigkeit ihrer Texte und die Ablehnung durch das deutsche Feuilleton. Ich zitiere Preuß: Als Ende der 80er Jahre der Roman Fliegeralarm erschien, war es offensichtlich, dass Gisela Elsner mit ihrer Literaturkonzeption in eine Sackgasse geraten war. Sie hat ihr Grundmodell so oft variiert, bis es bei der Groteske pur angelangt, nichts mehr zu variieren und zu steigern gab. Folgt man dieser Überlegung, so stellt die Ansiedlung der Fliegeralarmhandlung im nationalsozialistischen Deutschland der 1940er Jahre und die Beschreibung von unverhüllt zur Schau getragener und gelebter Nazi-Ideologie möglicherweise genau eine solche Variation und Steigerung des ideologie- und gesellschaftskritischen Schreibens Gisela Elsners dar. Dass sie sich zeitgleich auch in ihren Essays gezielt mit dem deutschen Faschismus auseinandergesetzt hat, das haben wir gestern ja auch schon bereits gehört. Ich komme nochmal darauf zurück, ein bisschen kontrovers, aber darüber können wir vielleicht auch diskutieren. Elsner selbst charakterisierte ihren Text Fliegeralarm als, Zitat, Darstellung des Faschismus aus der durch Grimms Märchen, Nazi-Propaganda und kindliche Unwissenheit geprägten Sicht. Sie ging davon aus, ihr Text bringe eine, Zitat, Art von Wahrheit zum Ausdruck, wie sie noch keiner zu Papier zu bringen wagte. In welcher Weise Fliegeralarm die ideologiekritische Arbeit der vorhergehenden Romane fortsetzt und variiert, möchte ich in den Mittelpunkt meines Vortrags heute stellen. Ich werde mich dabei konzentrieren auf die von Elsner selbst entworfene Charakterisierung des Romans, nämlich auf den zentralen Stellenwert, den sie Märchenelementen zuschreibt. Meine Analyse von dem Einsatz der Märchengattung möchte ich kontrastiv einen zugunsten der Essay-Lektüre sehr kurz gehaltenen Exkurs zu einem weiteren deutschen Luftkriegstext voranstellen, der ebenfalls stark mit der Märchengattung arbeitet, aber ganz gegensätzlich zur Elsner. Es handelt sich dabei um Hans-Erich Nossacks »Der Untergang«. Sowohl Nossacks als auch Elsners Text wurden irreführenderweise als besonders authentisch beworben und Nossacks Text zumindest auch so rezipiert. Auch wenn eigene Erlebnisse wie grundsätzlich in literarischen Texten sicherlich Einfluss auf Themenwahl und Textgestalt gehabt haben mögen, möchte ich im Folgenden ausdrücklich eine nicht biografische Lesweise vorschlagen. Ich komme jetzt erstmal kurz zu Hans-Erich Nossack. Zitat. Es war einmal ein Mensch, den hatte keine Mutter geboren. Eine Faust stieß ihn nackt in die Welt hinein und eine Stimme rief, sieh zu, wie du weiterkommst.
Da öffnete er die Augen und wusste nichts anzufangen mit dem, was ihn umgab. Und er wagte nicht hinter sich zu blicken, denn hinter ihm war nichts als Feuer. Diese an Büchner erinnernde Märchenepisode ist Teil des Textes Der Untergang. Das Märchen schon durch diese Einleitungsformel, es war einmal gekennzeichnet, es tritt eine luminöse Macht auf, die einen Helden in die Welt stellt. Nichts an der Passage deutet darauf hin, dass es sich hierbei um einen Text handelt, bei dem Untergang, der eine höchst problematische und für viele traumatische Episode der deutschen Vergangenheit zum Thema hat, nämlich die Zeit nationalsozialistischer Herrschaft und die der alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte. Nossack beobachtete die Luftangriffe auf Hamburg im Sommer 1943 vom Stadtrand aus, wo er in der Heide seine Ferien verbrachte. Als er dann in seine Heimatstadt nach Hamburg zurückkehrte, stellte er das für ihn unfassbare Ausmaß der Zerstörung fest und stellte auch fest, dass seine Wohnung durch die Luftangriffe zerstört war. In Der Untergang beschreibt er recht unmittelbar nach dem Erlebnis, der Text erschien 1948 und ist wahrscheinlich schon 1943/44 entstanden, dann aber weiter bearbeitet worden. Er schildert also sehr unmittelbar seine Eindrücke. Obwohl er häufig als authentischer und dokumentarischer Zeugenbericht rezipiert wurde, nutzt Nossack eine ganze Reihe verschiedener Gattungen und ihre Konventionen, um seine Eindrücke literarisch zu formen oder man kann auch fast sagen zu überformen. Unter ihnen nimmt das Märchen eine zentrale Stellung ein. Ob es wohl besser verstanden würde, wenn man es im Zwielicht als Märchen erzählte, fragt Nossack im Text selbst und unternimmt dann den Rückgriff auf ein südamerikanisches Indianermärchen, um die Stimmung in der zerstörten Stadt darzustellen. Zitat: Wie aber, wenn die Erde spräche, ich habe euch geboren, weil ich mich sehnte, mehr zu sein als Erde. Wo ist nun eure Tat? Und wir werden nicht mehr die Kraft des Wünschens haben wie jener Indianer, der als letzter seines Stammes am Meeresufer saß und rief, was soll ich nun machen, soll ich Orion werden? Es ist durchaus gewollt, dass das jetzt ein bisschen kryptisch klingt. Es gibt aber im Text wirklich ganze Passagen, die in diesem Stil gehalten sind. Das Märchen vom verzweifelten Indianer ist eingebunden in den ganzen Text und auch Nossacks Gesamtwerk durchziehendes Verweisungssystem, das es schließlich ermöglicht, Nossacks Märchenversion der Luftangriffe als Versuch einer positiven Deutung der Ereignisse, als Neuanfang und Erneuerung zu lesen. Zugunsten der Elsen-Analyse werde ich hier auf eine ausführliche Darstellung verzichten. Wichtig ist mir lediglich an dieser Stelle festzuhalten, dass die Integration von Märchenelementen in Nossacks Text zu einer Enthistorisierung und Entpolitisierung der beschriebenen Ereignisse führt. Und ich denke, das ist durch die Zitate relativ deutlich geworden. Indem er sie in die für diese Gattung charakteristische Zeit- und Ortlosigkeit überführt, blendet Nossack den historischen und ideologischen Kontext der Angriffe völlig aus. Das Märchen ist für ihn eine Art Notausgang aus der gegenwärtigen Erfahrung. Den Weg ins Märchen als potenziellen, aber noch nicht möglichen Ausweg aus dem Geschehen erwägt Nossack explizit bereits mitten in der unmittelbaren Beschreibung seines Erlebnisses der Luftangriffe. Zitat: Oder ich hätte ein Märchen erzählt, um einen Regenbogen über den Abgrund, an dem der Weg durch die verhasste Vergangenheit abbrach, zu spannen. Ein Märchen, das so beginnt. Morgen, wenn alles vorbei ist, dann... Das Märchen bricht ab und wird erst an späterer Stelle im Text wieder aufgenommen. Bemerkenswert an dieser Episode ist, dass eine literarische Gattung ausdrücklich als, Zitat von Nossack, Zuflucht und damit als Bewältigungsstrategie im Umgang mit einer verstörenden und überfordernden Realität konzipiert wird. Das Märchen eignet sich dafür gleich in mehrfacher Hinsicht. Es ist eine Gattung, die dem Geschehen einen Sinn, nämlich die Reetablierung einer gestörten Ordnung im Happy End und eine schicksalhafte Gelenktheit, das Wirken höherer Mächte unterstellt und die zugleich als Distanzierungsmechanismus funktioniert. Märchen sind normalerweise in einer diffusen Ort- und Zeitlosigkeit situiert. Bei Nossack wirken die Bombardierungen also auch, wie ein Zitat wieder von Nossack selbst, Begebnis aus vorhistorischer Zeit. Damit macht sich Nossack genau die genannten Gattungseigenschaften des Märchens zunutze und erzählt seine Erfahrung der Luftangriffe in Form eines indianischen Märchens, das ihnen eine Sinnhaftigkeit und Geordnetheit zuschreibt, die angesichts der inzwischen bekannten Opferzahlen und Erfahrungsberichte geradezu paradox anmutet. Ganz anders
verhält es sich bei bei Elsner. Also während Nossack die Luftangriffe als Märchen erzählt, macht Gisela Elsner genau das nämlich nicht. Meine Analyse der Märchenelemente in Fliegeralarm möchte ich in zwei Abschnitte unterteilen. Zunächst geht es um die Frage, wie Märchen von den kindlichen Protagonisten herangezogen werden, um Ideologie zu plausibilisieren. Danach geht es kürzer um die im Text entworfene Parallele zwischen Elsners Protagonistin Lisa Welsner und dem Held des Märchens, von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Zuerst komme ich zum Märcheneinsatz als Ideologieplausibilisierung. Die Verbindung von Grimms Märchen und Nazi-Propaganda innerhalb eines im weiteren Sinne als historischer Roman einzuordnenden Textes wirkt auf den ersten Blick überraschend. Sie wird innerhalb einer Erzählung entwickelt, die eine artifiziell kindliche Perspektive auf das Geschehen einnimmt. Wie wir gestern in der Lesung bereits hören konnten, verortet der Roman das fanatische Ausleben nationalsozialistischer Ideologie in einer nur auf den ersten Blick kindlichen Spiel- und Fantasiewelt. Nicht erwachsene Kriegsverbrecher, sondern vermeintlich harmlose 4- bis 6-jährige Kinder bauen sich in den Kriegsruinen eine eigene Welt mit unabhängigem Ökonomie- und Eigentumssystem auf, in der sie nationalsozialistische Hierarchien und Rituale reproduzieren und zum Teil auch erfinden. Kurz vor oder zu Beginn des Zweiten Weltkrieges geboren, begrüßen sie die Bombardierung ihrer Heimatstadt N, wie Nürnberg, mit Begeisterung. Die SS-Imitation der Kinder erscheint bereits durch ihre ideologische Ernsthaftigkeit als bedrohlich und schockierend. Spätestens jedoch mit der Eröffnung eines KZs in einer der Ruinen, in dem die Kinder ein zum Juden erklärtes Nachbarkind gefangen halten und schließlich zu Tode bringen, wird jede Ebene eines Fiktionalen als Ob und einer Spielebene endgültig überschritten. Es geht den Kindern um, Zitat, blutigen Ernst. Die Gruppe der Kinder wird im Roman nicht von außen betrachtet und beschrieben. Bezugsperson und Erzählinstanz ist stattdessen die 5,5-jährige Lisa Welsner, die, Zitat, Frau eines SS-Oberscharführers, Frau des künftigen Führers und künftige Mutter von Arian, so charakterisiert sie sich selbst. Der kindlich-nationalsozialistische Blick, ein Paradox, um das es im Folgenden noch weitergeht, inklusive seiner Wissensdefizite, Missverständnisse und naiv-tentativen Deutungs- und Erklärungsversuche, wird im Laufe des Textes nicht durch autoriale Kommentare unterbrochen. Für den Leser offensichtliche Irrtümer der Kinder bleiben im Text unkorrigiert. So sind sie beispielsweise der festen Überzeugung, zum Ficken brauche man eine Zahnbürste und eine Dose Schuhcreme. Glaubhaft versichert hat ihnen dies Gabi Glottertal, die Tochter eines Obermedizinalrats, die wegen ihres im Lazarett des Vaters erworbenen Wissens von den anderen Kindern besonders respektiert wird. Wissen ist Macht in der Gruppe. Gleichgültig ist dabei, das zeigt sich an den Erläuterungen von Gabi Glottertal, ob es sich um wirkliches Wissen handelt oder um bloße Erfindungen, die mit ausreichender Überzeugung und von der richtigen hierarchischen Position aus vorgetragen werden. Besondere Unklarheit umgibt zentrale propagandistische Begriffe. Zitat: Wenn wir nur wüssten, was die Endlösung ist, stieß ich fast verzweifelt hervor, berichtet Lisa Welsner. Umso schmerzlicher macht sich das mangelnde Wissen der Kinder bemerkbar, da sie sich nicht nur die Gründung eines eigenen KZs zum Ziel gesetzt haben, sondern eben auch die Umsetzung dieser für sie ominös bleibenden Endlösung. Bei dem Begriff Endlösung handelt es sich um einen Begriff, der wie viele Nazi-Propagandaschlagworte euphemistisch seinen eigenen Inhalt verbirgt. Eine Sprachstrategie, die durch das Unverständnis der Kinder im Roman aufgedeckt wird. Die Endlösung ist für die Kinder zunächst nur ein Wort, dem unabhängig vom unbekannten Inhalt Legitimität zugeschrieben wird. Der Text veranschaulicht am Beispiel der Kinder die inhaltsleere Reproduktion von Schlagwörtern ohne Bewusstsein für deren reale Implikationen. Am Ende erfinden die Kinder eine für sie passende Wortbedeutung und integrieren diese dann als festen Bestandteil wahrscheinlich in ihr Weltverständnis. Deutlich wird hier die unter anderem von Klemperer in LTI untersuchte Wirkungsmacht nationalsozialistischer Sprache. In ihrer Vorstellungswelt und in ihrem Selbstverständnis operieren die Kinder ununterbrochen mit Stereotypen Schlagworten aus dem Propagandakontext. Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, flink wie Windhunde und jederzeit für den Führer zu sterben bereit sind sie. Die Phrasen sind im Selbstverständnis der Kinder fest verankert und bieten Sicherheit in verunsichernden Situationen.
Der Text bildet dies durch eine hartnäckige Wiederholung der Schlagworte. Flink wie Windhunde steht zum Beispiel einmal 6-mal auf einer Seite und durch ihre Hervorhebung in Großbuchstaben ab. Die Propagandastrategie der stetigen Wiederholung von Schlagworten ohne größere Rücksicht auf Kohärenz, Sinn und verifizierbaren Wahrheitsgehalt analysierte Elsner bereits vor Erscheinen des Romans in ihrem Essay über Kriegslieder im Dritten Reich. Unter dem Titel Sterben oder Sterben lassen, Sterben und Sterben lassen führte sie 1986 vor Augen, dass und wie zahlreiche Kriegslieder des Dritten Reiches rekurrent vor allem zwei Botschaften transportieren. Einerseits die Gewissheit eines deutschen Siegs, andererseits die erfüllende Bereitschaft für Deutschland zu sterben. In diesem Kontext zitiert sie eine von Adolf Hitler in Mein Kampf formulierte Propaganda-Anleitung. Ich zitiere jetzt Adolf Hitler, zitiert von Gisela Elsner. Jede wirkungsvolle Propaganda hat sich auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange zu wiederholen, bis auch bestimmt der Letzte unter einem solchen Worte sich das Gewollte vorzustellen vermag. Die Effektivität einer solchen Propagandapraktik veranschaulicht Elsner anhand der Figur Lisa Welsners. Der Unterste der Untermenschen ist für sie ein stehender Begriff. Auch dieses eins der Schlagworte, was immer wieder im Roman auftaucht. Um diesen für sie zunächst recht abstrakten, aber durch stetige propagandistische Wiederholung in ihrem Weltbild fest verankerten Begriff imaginär zu füllen, greift sie auf eine kindliche Literatur- und Vorstellungswelt zurück. Zitat: Ich war der Ansicht, dass der Anblick eines Untermenschen dem Anblick jener Ungeheuer aus dem Märchen von einem der Auszug des Fürchten zu lernen den Rang ablaufen musste. Das Märchen, und zwar unglaubliche und übernatürliche Phänomene der Märchenwelt, nämlich Ungeheuer, bilden hier den Referenzpunkt für eine Integration nationalsozialistischer Ideologie in die individuelle Lebens- und Vorstellungswelt. Der von Elsner in Fliegeralarm etablierte verstörend fremde Blick auf die Realität, der durchaus auch zum Misserfolg des Textes bei seinem Erscheinen 1989 beigetragen mag, nämlich das kindlich-nationalsozialistische, vereinigt in sich kindliche Unwissenheit und naive Fantasie einerseits und die fanatische Reproduktion menschenverachtender ideologischer Glaubenssätze andererseits. Es ist genau die Schnittstelle dieser zwei Modi von Weltwahrnehmung, an der die Gattung des Märchens ins Spiel kommt. Sie wird von den Kindern herangezogen, wenn sie versuchen, die omnipräsenten ideologischen Konzepte und propagandistischen Behauptungen für sich vorstellbar und kohärent zu machen. Besonders deutlich wird dies, als der von den Kindern als vermeintlicher Jude verhaftete Nachbarsjunge Rudi Tründel ihr Weltbild erschüttert. Zitat: Während wir mit angehaltenem Atem verfolgten, wie sich der Jude Rudi Tründel entkleidete, geriet unser Weltbild, bedingt durch die Tatsache ins Wanken, dass sich der Körper dieses Juden durch nichts, aber auch nichts vom Körper eines arischen Jungen unterschied. Zitat Ende. Anstatt die eigenen Weltannahmen zu hinterfragen, werden die Einwände Rudis, er beteuert wiederholt, ich bin kein Jude, mit einer propagandistischen Zirkelschlusslogik buchstäblich übertönt. Zitat: Du kannst kein Mensch sein, weil du der Sohn eines Kommunisten bist, der wie alle Kommunisten ein Jude ist, fiel dem Juden Rudi Tründel, mein Mann, brüllend ins Wort. Alle Kommunisten sind Juden, so wie alle Juden Kommunisten sind, brüllte er. Wenn nicht alle Kommunisten Juden und nicht alle Juden Kommunisten wären, kämen sie doch nicht samt und sonders ins KZ. Die für die Kinder unbezweifelte Überzeugung rassistischer Nazi-Propaganda ist für sie von klein auf zur unhinterfragbaren Wahrheit geworden. Sie wird schließlich mit einer Drohung vor jedem argumentativen Widerspruch geschützt. Zitat: Wenn du nicht endlich zugibst, dass alles, was die Nationalsozialisten sagen, die Wahrheit ist, bringen wir dich um. Zitat Ende. Macht und zahlenmäßige Mehrheit bestimmt die Wahrheit. Ist der Widerspruch, der argumentative Widerspruch Rudi Tründels unterdrückt, so bleibt den Kindern noch immer das verunsichernde Problem, dass ihr Jude keineswegs dem Bild entspricht, dass sie sich vom Untersten aller Untermenschen machen. Warum siehst du wie ein Mensch aus, fragt Lisa Welsner verwirrt und findet eine Erklärung und weltanschauliche Beruhigung wiederum unter dem Rückgriff auf charakteristische Elemente der Märchengattung. Zitat: Meine Freundin Gabi Glottertal äußerte die Mutmaßung, dass dieser Jude, obwohl er ein Untermensch der untersten Sorte war, von irgendwem in einen Menschen verwandelt worden sein musste. Vielleicht hat ihn ein Zauberer mit seinem Zauberstab in einen Menschen verwandelt, resonierte ich.
Vielleicht musste er bis zum tiefsten Meeresgrunde zu einer Meereshexe hinuntertauchen, die ihm einen Zaubertrank aus Schlangenköpfen, Spinnenbeinen oder Krötenaugen zubereitete, den er nur auszutrinken hatte, um ein Mensch zu werden. Auffällig ist hier so eine Narrativierungsstrategie, um Ideologie glaubhaft zu machen. Im Zentrum steht aber das Motiv der Verwandlung. Und die Verwandlung gehört zum festen Inventar der Märchengattung. Etwa in der Hälfte der ungefähr 200 von den Brüdern Grimm gesammelten Märchen beispielsweise geht es zentral um Verwandlungen. Mythos und Märchen generell sind Gattungen, deren Welt- und Wirklichkeitsmodelle vom alltagsweltlichen Realitätsbegriff abweichen. Sie akzeptieren Wunderbares und Fantastisches wie den Gestaltwandel fraglos als Teil textinterner Wirklichkeit. Konventionell rufen Märchen also ein kognitives Schema auf, das ihre Weltentwürfe als grundsätzlich verschieden von der Alltagsrealität versteht. Sie werden normalerweise dem Bereich der Fiktion, dem real nicht möglichen, zugeordnet. Für die Kinder in Elsters Roman verhält es sich jedoch anders. Für sie haben Märchengeschehnisse dieselbe Realität und Glaubwürdigkeit wie ihr von nationalsozialistischer Propaganda geprägtes Wirklichkeitsverständnis. Sie schreiben also den Märchen ein reales Erklärungspotenzial und reale Beschreibungsmacht zu. Die Kinder retten ihr erschüttertes Weltbild also durch eine Art Gattungswechsel, durch eine märchenhafte Lektüre der gegebenen Welt, deren Vorgeschichte sie umschreiben, damit sich die ideologischen Annahmen aufrechterhalten lassen. Nur durch die Überführung ins Motivregister und die Weltannahmen der Gattung des Märchens bleibt die Weltanschauung für die Kinder kohärent. Sie nutzen also den Märchenframe zur Plausibilisierung der Nazi-Ideologie. Die Verwandlungsthese als Abwehr ideologischer Verunsicherung wird von der Gruppe übernommen und zum offiziellen Narrativ erklärt. Zitat: Nicht anders als ich hielt auch mein Mann aufgrund jener Märchen, in denen im Handumdrehen Prinzen in Frösche verwandelt wurden, die Verwandlung unseres Juden in einen Menschen längst nicht mehr für eine Mutmaßung, sondern für eine vollendete Tatsache. Mit seinen rotblonden Haaren und mit seinen vertrauenswürdig wirkenden blauen Augen sieht er so arisch aus, dass nur ein Dummkopf diesem Menschen nicht anmerkt, dass er sich in einen Menschen hat verwandeln lassen. Gerade das Erschütternde, das, was nicht in die Weltanschauung passt, nämlich das arische Aussehen des Juden, wird in dieser Version der Geschehnisse paradoxal zum Argument für die Ideologie. Was tatsächlich im Text stattfindet, ist eine Verwandlung ganz anderer Art, eine rhetorisch performativ gewaltsame. Zitat: Jetzt sieht er schon eher wie ein Jude aus. Das stellt Gabi Glottertal angesichts des verprügelten Rudi Tründel fest. Die Kinder machen sich ihren Juden. Sie erzählen ihm eine Vorgeschichte und sie greifen sogar in sein körperliches Aussehen ein. Physisch drastisch geschwächt ergibt sich Rudi Tründel schließlich der zahlenmäßigen Übermacht und damit der vorherrschenden Fest- und Zuschreibung seiner Identität. Er übernimmt schließlich notgedrungen das Narrativ der Zitat Macht. Zitat: Unser Jude gestand uns, zu unserer Verblüffung, ungeachtet seiner bisherigen Ableugnung, ein Jude zu sein. Dass er während unserer Abwesenheit die Einsicht gewonnen hätte, dass er ein Jude sein müsse. Wenn ich kein Jude wäre, lege ich nicht in der Badewanne dieses Wetzkazetts, flüsterte er uns mit immer wieder ersterbender Stimme zu, ehe er sich als ein Untermenschen der untersten Sorte bezeichnete. Warum siehst du trotzdem wie ein Mensch aus, wollte ich von ihm wissen. Ich muss auf irgendeine Art und Weise von irgendwem, während ich geschlafen habe, in einen Menschen verwandelt worden sein, flüsterte mir der Jude zu. Hast du noch schrecklicher ausgesehen als ein feuerspeiender Drache mit 7 Köpfen, wollte ich wissen. Das ist schon möglich, flüsterte unser Jude. Zitat Ende. Also die Kinder lassen sich hier auch noch vom Opfer ihr Machtnarrativ bestätigen. Die Kinder schaffen, wie später mit der Erfindung der Krankheit Untermenschitis, eine erfundene Realität durch ihr Verhalten und orientieren ihr Verhalten dann umgekehrt wieder an ihren Empfindungen. Also sie setzen die nationalsozialistische Ideologie durch Narrativierung in Realität um. Da das Realitätsverständnis des Lesers, anders als das der Kinder, die Weltannahmen des Märchens vermutlich als fiktional einordnet und die Erfindung der Kinder als märchenhafte Plausibilisierungsstrategie erkennt, durch die allein die Kohärenz nationalsozialistischer Ideologie zumindest scheinbar zu retten ist, wirkt der Einsatz der Märchenelemente in Fliegeralarm in höchstem Maße ideologiekritisch. Die zur ideologischen Kohärenzbildung eingesetzten Märchen enthüllen umgekehrt nationalsozialistische Rassenideologie selbst als Märchen, als Erfindung
umso mehr da immer wieder auf die Diskrepanz zwischen nationalsozialistischer Weltbeschreibung und der Realität hingewiesen wird. Lisa stellt beispielsweise fest, dass, Zitat, all jene Untermenschen auf eine mir rätselhafte Weise, obwohl es dem Vernehmen nach in unserem Vaterlande Millionen von ihnen geben sollte, samt und sonders vom Erdboden verschwunden waren. Die von den Kindern erzeugte und geglaubte dichterische Wahrheit entspricht einem gleichnamigen Propagandakonzept, das Goebbels, so berichtet wiederum Elsner 1986, für den Propagandafeldzug gegen die Sowjetunion ins Leben rief. In ihrem Essay Sterben und Sterben lassen schreibt Elsner, Zitat, Goebbels bereicherte den Wortschatz seiner Propaganda durch einen neuen Begriff, den Begriff dichterische Wahrheit nämlich, der nur intern, das heißt innerhalb seines Propagandaministeriums, gebraucht werden sollte. Mithilfe der sogenannten dichterischen Wahrheit sollten die Propagandisten des Dritten Reiches nicht nur Tatsachen ausschmücken, über die man wenig wusste. Sie sollten auch Vorgänge und Begebenheiten beschreiben, wie sie, den Worten Goebbels zufolge, leicht hätten geschehen können. Zitat Ende. In ihrer literarischen Beschreibung des Einsatzes der dichterischen Wahrheit durch die Kinder, die sich voller Überzeugung aus dem Inventar des Literarischen bedienen, um ihren Glauben zu bestätigen, veranschaulicht Elsner Propagandastrategien und Wirkmechanismen der nationalsozialistischen Ideologie und enthüllt deren Glaubenssätze als eine grausame und real höchst einflussreiche Erfindung. Ich komme jetzt am Ende noch kurz zu der Parallelisierung von Lisa Welsner und dem Helden des Märchens, von einem der Auszug das Fürchten zu lernen. Ein dringendes Anliegen für Lisa Welsner ist die Umkehrung der vermeintlichen physischen Gestaltverwandlung Rudi Tründels. Sie sagt oder sie schreibt, ich würde meine ganzen Bombensplitter für einen Zauberspruch ausgeben, mit dem ich diesen Juden wieder in einen Untermenschen der untersten Sorte zurückverwandeln könnte. Es geht ihr nicht nur darum, Ideologie und Realität zur Deckung zu bringen. Sie hat auch eine Art rezeptionsästhetisches Motiv. Sie verspricht sich von der Rückverwandlung einen Emotionseffekt. Zitat, ich verspreche mir davon, dass ich endlich das Fürchten lerne. In meiner Todesverachtung wünsche ich mir seit langem etwas, das mich das Fürchten lernen würde. Lehren würde. Die mehrfache Anspielung auf das erstmals 1818 von den Brüdern Grimm in Schriftfassung publizierte Märchen von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen, ist wohl keineswegs zufällig gewählt. Das Märchen berichtet von einem furchtlosen Jüngling, den keine der Todesbegegnungen, die ihn das Fürchten lehren sollen, beeindrucken kann. Erst als ihn seine Frau am Ende des Märchens mit zappelnden Fischen überschüttet, lernt er ausgehend von der physischen Ekel- und Erschreckensempfindung das Fühlen von emotionaler Furcht. Interpretationen des Märchens stellen übereinstimmend fest, dass die Furchtlosigkeit dieses Märchenheldens keineswegs mit Tapferkeit in Verbindung zu bringen sei, sondern vielmehr aus seiner Tumpheit resultiere, also aus einer emotionalen und kognitiven Einfalt. Ihm fehlen Vorstellungskraft, Einfühlungsvermögen, Todesbewusstsein und emotionale Intelligenz, um angemessen, nämlich mit Furcht, auf die ihm widerfahrenen Begegnungen zu reagieren. Das erinnert sehr stark, finde ich, an das Verhalten der Kinder während des Luftangriffs, wo sie überhaupt nicht verstehen können, warum sie überhaupt Angst haben sollten. Das Fürchtenlernen wird im Märchen folgerichtig als einen Prozess der Reifung dargestellt. Eine Entwicklung, die Lisa Welsner im Roman nicht durchläuft. Als kurz vor Kriegsbeginn geborenes Kind akzeptiert sie gewaltsamen Tod und Bombenangriffe nicht nur als Normalität, sondern empfindet sie unter Einfluss der Nazi-Propaganda und mit Blick auf die von den Kindern in den und durch die Ruinen aufgebaute Gegenwelt als märchenhaftes Ereignis, also auch wieder die Vermischung von Realität und Märchen, und als, Zitat, Geschenk des Himmels. Zitat, für uns gab es nichts Großartigeres als diesen Weltkrieg, der unsere Eltern in Angst und Schrecken versetzte, aber uns Kinder zu den Besitzern von Ruinen machte. Der Weltkrieg, der uns Kinder vor allem jene märchenhaften Bombentrichter bescherte. Zitat Ende. Die Vermutung von Lisa Welsners Mutter, Zitat, zum Glück bist du noch zu klein, um verstehen zu können, dass wir alle in Lebensgefahr schweben, Zitat Ende, trifft wohl nur einen Teil der Wahrheit. Einerseits wird Lisa Welsner mit 5,5 Jahren wahrscheinlich wirklich noch kein existenzielles Todesbewusstsein entwickelt haben. Andererseits ist Sterben aber grundsätzlich mit der Phrase jederzeit bereit für unseren Führer zu sterben, für Lisa positiv kodiert, ebenso wie der herrliche Weltkrieg und die märchenhaften Bombentrichter. Ein Beispielzitat dafür: Das Schrillen des Bombenalarms entfachte in mir hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und jederzeit bereit für unseren Führer zu sterben, wie ich es bedingt durch die Einsicht war,
dass ich mit 5,5 Jahren lange genug gelebt hatte, um mein Leben für meinen Vaterland zu opfern, keine Furcht. Also die Furchtlosigkeit wird direkt auf diese Propagandabegriffe und ja, die Lebendigkeit der Propagandabegriffe in der Vorstellungswelt der Kinder zurückgeführt. Propaganda überblendet und überlagert eine emotional nachvollziehbare Reaktion wie Furcht und führt zu einer oberflächlichen, durch ununterbrochen wiederholte Phrasen bestimmte Weltwahrnehmung. Kai Köhler konstatiert, Zitat, die Sprache verstellt den Zugang zur Welt, jedenfalls den Kindern. Vor jede mögliche Erfahrung schiebt sich ein sprachlicher Vorhang. Besonders hebt Elsner dies durch stets wiederkehrende Floskeln hervor, die sie in Großbuchstaben herausstellt. Zitat Ende. Die Parallelisierung Lisa Welzners mit dem Märchenhelden, des Märchens über das Fürchten, stellt ihr Defizit von Empathie und Todesbewusstsein deutlich heraus, das aus der ebenso aus der Emotionslosigkeit predigenden nationalsozialistischen Ideologie resultiert. Ohne eine Wahl zu haben, entsprechen die Kinder, die ihr ganzes bewusstes Leben im totalen Krieg verbracht haben, dem von Elsner im Kriegslieder-Essay zitierten Ideal Josef Goebbels. Ich zitiere Goebbels, von Elsner zitiert. Und da gerade beginnt die heutige Zeit besonders drückend zu werden, wo die Menschen den Krieg als eine Ausnahme ansehen und immer noch versuchen, sich möglichst viel vom Frieden zu erhalten. Da haben es die ungleich viel besser, die bei Zeiten mit dem Frieden Schluss gemacht und sich, solange der Krieg nun einmal dauert, auf Krieg eingestellt haben. Sie sind durch nichts mehr umzuwerfen. Genau dies gilt für die Kinder. Tatsächlich fragt Lisa Elsner ihren Vater ratlos, was denn eigentlich Frieden sei. Von klein auf in die Kriegsrealität und in die faschistische Sprache, Rituale und Wirklichkeitsdeutung hineingeboren, fehlt den Kindern, wie Kai Köhler gestern auch schon auf der inhaltlichen Ebene beschrieben hat, jede Form von alternativer Erfahrungswelt und von Empfindungsmodellen. Ungefilterte Reaktionen auf die Realität finden so kaum statt. Fürchten ist zum Beispiel grundsätzlich als jüdische Feigheit negativ kodiert. Die normale oder als normal zu verstehende emotionale Reaktionen werden also durch die propagandistische Prägung von vornherein verhindert. Ihre Tränenausbrüche und Albträume zum Beispiel versteht Lisa Welzner als Schwäche und nicht als normale Reaktion auf die Realität. Auf genau dieses Phänomen macht die Parallelisierung von Lisa Welzner mit der Märchenfigur aufmerksam. Ich fasse jetzt kurz zusammen, bevor wir in die Diskussion einsteigen können. Märchenelemente kommen bei Elsner in einer desavouierenden, ideologiekritischen Form zum Einsatz. Damit steht sie in deutlichem Kontrast zu Nossack. Nossack nutzt die Gattungsmerkmale des Märchens, die Zeitlosigkeit, die Geordnetheit, die Existenz des Wunderbaren, um die Realität zu überformen und ein bestimmtes Realitätsverständnis zu beschreiben. Er erzählt die Erfahrung der Luftangriffe als Märchen. Elsner umgekehrt beschreibt genau einen solchen Einsatz von Märchenelementen, ohne ihn selbst zu praktizieren. Sie zeigt, wie die Kinder Märchenlogiken zur Ideologieplausibilisierung nutzen und enthüllt so umgekehrt die Nazi-Propaganda als grausames und vor allem reales Märchen. Vielen Dank.